Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Let's Play Tomb Raider. Ja, in der letzten Folge sind wir einem Rätsel auf die Spur gegangen. Scheinbar bin ich um einige schon drumherum, weil ich glaube, das war jetzt das allererste, was mich abseits des eigentlichen Hauptweges geführt hat. Und die anderen zuvor, ich weiß nicht, wie viele ich schon verpasst habe. Beziehungsweise mit Absicht natürlich gemieden habe, um euch die Story einfach so schnell wie möglich nahe zu bringen. Werden schon einige, 1, 2, 3, 4 Paar gewesen sein. Kann es nicht sagen. Eins weiß ich, das war wahrscheinlich das Haus da. In das ich, wo ich jetzt hingegangen bin und dann dachte, oh, das ist nicht der Hauptweg, nicht, dass ich was verpasse. Und dann kam ich da nicht nochmal hin. Doof gelaufen, ne? Aber egal, wir ziehen weiter. Immer vorwärts. Sind auf dem Weg zu unserem. Zum alten Wrack der Endurance, das Schiff, was mit dem wir hier wohl angekommen sind, was dann in zwei Teile zerbrach, was man im Intro, im Trailer zuvor gesehen hat. Da wollen wir jetzt hin. Boah, schon wieder. Hier kann ich den Bogen noch upgraden. Sag mal, kann ich das hier rausziehen? Ja, das wird wohl mein Weg sein. Ne? Das kann ich noch nicht. Das kann ich noch nicht. Neue Ausrüstung zum Öffnen benötigt. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Kriegen wir dann wahrscheinlich ein Stahlseil oder was? Ich habe keine Ahnung. Bunker an der Klippe. Okay. Wir sind am Bunker an der Klippe. Hier herrschte wohl mal Krieg. Weiß gar nicht genau, in welchem Land das hier spielt, aber irgendwas asiatisch wird es wohl sein. Asiatisches wird es wohl sein. Die Endurance. Wo? Wie Ach da. schlachten sie aus? Okay, da wird es wahrscheinlich gleich richtig zur Sache gehen. Okay. Und dann checken wir mal hier das Lagerfeuer. Und gucken, ob wir was upgraden können. Ach ne, ne, ja doch. Ah, war schon richtig. Bogen haben wir aber. Auf, dann machen wir einfach die Schrote, die wir einzeln geladen werden. Wunderbar, Patronenmagazin. Da haben wir nämlich schon zwei Waffen scheinbar fertig. Abgetradet. Und jetzt heißt es, diese Schlucht überqueren. Mutig, mutig, die kleine Lara. Oh, na hallo. Oh Gott, oh Gott, das ging so auf einmal so schnell. Alle Hoppassa. Boah, hier fette Kanone im Bunker, ey. Schön zerfetzt aus die Kanone. Immer wieder findet man diese Sonnenzeichen. Die kann man auch. Ach, die kann man auch abfackeln. Ist ja irgendwas zum Sammeln scheinbar. Ich bin nur gerade nicht so der große Sammler. Ist auch nicht mein Ding so. Also wenn ich mich zum Beispiel an GTA San Andreas erinnere, was man da bitte alles für Zeug sammeln konnte, die Muscheln und dann das Fotografieren von diesen ganzen Gebäuden da und Graffitis. Boah, das war ja schon der Wahnsinn. Ich habe das zwar teilweise, wenn ich sowas mal gesehen habe, ich natürlich eingepackt, aber ich war jetzt nie so, dass ich danach extremst gesucht habe, um halt diese 100% zu bekommen. Oh Gott. Dem haben wir es gegeben. Ruhig halten, wir ziehen ihn raus. Was geht da oben im Palast wohl vor? Ich schleiche mich jetzt einfach mal vor, ich sehe gerade hier nicht so viel. Oh, hier sind übrigens viele Kollegen. Geht die jetzt? Halt den Mund! Oh nein! Ich sehe mal nach! Jetzt habe ich aus den Schuss abgelassen, ich wollte das Ding eigentlich runterknallen.
verschnitzelt den mal. Irgendwer schießt hier auf mich, ich seh's nicht. Hallo, hallo? Wow! Der gammelt irgendwo oben ab. Hier ist ja einer. No. Will ich mal hinkriegen. Okay, wieder nicht. Tot. Arsch. Wo jetzt hier? Jetzt komme ich. Da oben, oder? Gibt endlich Ruhe. Oh. So vom Stil der Kämpfe her erinnert mich das ganz schön an Uncharted, muss ich sagen. Jetzt muss mir mal auffällt. Hat irgendwie was von Uncharted. Dieses Zack, Zack hier. Schnell, Hupala, Hup. Laden Sie meine Liste. Oh nein, das gibt's doch nicht. Schon wieder tot. Ach Mann. Okay, ich sollte noch nicht gleich darüber. Alles gut, was wir mitnehmen können. Sterben. Oh, da ist noch was. Ach, egal, jetzt kommen wir, wollen weiter. Ich soll mal runterspringen, dann kostet alles Zeit. Oh, oh. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Ich dachte, da komme ich jetzt eigentlich hoch. Ich sag's halt noch mal, runterspringen will ich eigentlich nicht. Und das passiert, ich fall runter. Ich wollte dahin springen müssen. Das
Sonne scheint mir aus dem Arsch. Boah, das sieht schon cool aus. In was für ein Mist bist du denn da wieder reingegangen? Sieht schon richtig cool aus hier. So, das könnte man abfackeln. Mach ich jetzt aber nicht. Ui! Ist das irgendwie hier runterzahlen oder was? Lara hat völlig recht. Danke dir. Ist vielleicht nicht schlecht, das zu lesen, um storymäßig da noch tiefer einzublicken, aber wenn ich mich jetzt hier hinsetze und jedes Mal 3-4 Minuten lese, dann. Nee. Ich will ja was vom Gameplay zeigen. Was da alles steht. Wenn ich drücke da Pause, dann können das ja auch lesen. So. Ticketdauer. So, wir müssen das jetzt hier einfach skillen. Weil ich den Rest, der ist noch alles hier nicht freigeschaltet. Und hier auch nicht. Ist auch noch alles schwer. Da brauche ich nämlich Pistolenrang 2. Vielleicht sollte ich da mal ein bisschen mehr mit meiner Pistole rumballern. Learning by doing. So ungefähr. Boah, das ist ja ein riesen Truck. Lol. Er ist ja mega riesig. Wenn ich mich da reinsetze, sieht aus, würde da eine Puppe drin sitzen. Gibt's hier hinten was Schönes? Hui! Ja, wieder was zum Lesen, oder? Beziehungsweise zum Angucken. Und obwohl ich die Reliquien nicht mit Absicht suche, bin ich Reliquienjäger. Aber die meisten sind ja auch jetzt nicht so toll, mega krass versteckt, dass man hier eine halbe Stunde suchen muss. Obwohl ich ja bei dem Rätsel schon ein bisschen gebraucht habe. Aber früher, ich erinnere mich an die alten Teile, da waren die Rätsel weitaus knackiger. Ja, dafür hat man hier natürlich weitaus mehr Action. Ob das jetzt jedem gefällt, weiß ich nicht. Mir gefällt es ganz gut, also an sich das Spiel gefällt mir richtig gut. Ich bin froh, dass ich es mir doch noch, dass ich mich dazu entschieden habe, es mir zu holen. Und das Ganze jetzt hier auch für euch aufnehme. Und hoffe, dass ich auch ein paar Zuschauer finden. Mein Kanal ist ja noch ganz, ganz frisch. Zum jetzigen Zeitpunkt ist auch noch nichts hochgeladen. Ich bin halt erstmal hier am Aufnehmen. Und das ist ja ein fetter. Was ist das denn für ein fetter, ey? Oh, ich hab nichts mehr. Kann man denen das auf den Kopf schmeißen? Oh, ich hab grad ein bisschen. Was bringt mir das? Ich dachte. Nix. Oh. Oh, zeig dir, was der kleine Ratte alles kann. Was denn für... Das ist doch kein Mensch! Boah! Ich dachte... Komm doch her, Junge! Komm! Round 1, fight! Zack. Der überlebt einen Kopfschuss, na klar. Ganz genau! Jetzt vernichte ich! Im Gamepad ist es echt ein bisschen. Jetzt hab ich ihn. Oh, Scheiße! Ich hab ganz kurz zu früh gedrückt. Ey, das gibt's ja gar nicht. Das! So, jetzt gebe ich's dir aber. In dein Gesicht! Boah, der blutet.
gut sieht's aus. Oh, geil. Kleiner Bossfight oder was? Ey, da hat ein Häschen. Habt ihr das gesehen? Da hatte da ein Häschen hängen. Ist das schon süßer? Großer Mann, Häschen. Sieht man das da? Das ist Häschen. So eins, was wir vorhin gefunden haben. Ist ja herrlich. Hier ist was los. Benutze um mit Seil umwickelte schwere Objekte heranzuziehen. Hängt das jetzt an meinem Bogen? Teppich. Wie im Garten. Oh, guck mal. Zwei Süßen. Es ist so viel passiert. Der hat auch immer gesessen. Was? Erstmal schön Dusche. Lecker Wasser. Wer war denn nochmal Alex? Ich bin total verrafft, das war. Was? Was ist blockiert? Die Tür, ja, ich dachte, das zieht das jetzt hier weg. Irgendwie nicht, ne? Nee, warte mal. Zeige, ich hab's jetzt, ja, ich hab nicht zugehört. Oh. Dahin jetzt komm. Achso, ich hab's doch schon. Ist ja richtig gut. Das war nur zu toll. So, das ist so. Falsche Position. Yeah.
Leute da dran? Hä? Ach so. Ach, voll, Mann. Das macht doch Schub. Aber wenn ich jetzt wieder hierher ziehe. Gemeistert. Das rumgemuchte hier. Mann, 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 Mann. Zack. Button smashing, wie verrückt. Und jetzt ruppen wir das Ding aus. Geschafft, die Tür ist offen. Und wie schlimm es nun wirklich um Alex steht, um die Crew, wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge bei Let's Play Tomb Raider. Bis zum nächsten Mal. Ciao!